Hier ist ein schreckliches, knirschendes Geräusch zu hören. Es klingt wie Kauen. Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Dies ist das Verdauungssystem eines sehr, sehr großen Tieres. Ich bin halb fasziniert und halb erschrocken. Dieses Wesen ist eine erstaunliche Entdeckung. Ich wünschte, ich könnte lange genug leben, um mehr herauszufinden. Vor 5 Minuten schleppte eines dieser großen, muskulösen Wesen Claudette in Richtung der Kaugeräusche. Offensichtlich benutzt das Tier die kleineren Wesen, um Nahrung in seinem Verdauungssystem zu bewegen. Ich versuchte Claudette zu helfen, hatte aber nicht die geringste Chance. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ich sah auch, dass, was ihr passierte, ein wichtiges Element meiner Untersuchungen hier war. Ich bezweifle, dass ich meine Beobachtungen aufzeichnen kann, wenn ich selbst an der Reihe bin. Also, hilft dem Hacker jetzt schon ein wenig? Hast du gerade einen Schrei? Lebt er noch mehr? Das sieht unangenehm aus. Simpson, Malone, Shandera und Paris sind tot. Bei denen wissen wir das wenigstens. Die Schweine haben die Meson-Beschleunigerspule sabotiert. Der ganze Antriebskern, 6 Unterdecks, ging drauf. Soweit ich sehe, hat jemand den Frequenzresonator auf menschliche Bewegung eingestellt. Die Überbelastung der vielen Leute, die herumliefen, jagte den Resonator hoch. Wir haben einen Magnetschutzschild errichtet und das Schiff funktioniert noch, gerade noch. Ich habe den Zugang zu Kapsel 2 gesperrt. Die Sekundärspule ist dort und ich weiß nicht, wie gründlich das Schwein war, das uns das angetan hat. Ja, ist auch eine alte Nachricht. Du Nerv. Knoten. Zufällig hier. Wenigstens greifen die Zähne nicht wirklich. Nein. Die Zähne greifen nicht wirklich gut ineinander. Also viel zermahlen können die nicht, außer dass es irgendwas richtig, richtig Großes. Also vielleicht zermahlen sie dann die Rumbler, wenn sie immer zu viele Rumbler haben und setzen die Biomasse so um. Keine Ahnung. Also die Dinger da. Wir können auch mal ein paar von den Dingern hier verbrauchen. Wir spüren, wie du dich in uns bewegst. Das fühlt sich ekelhaft an. Das fühlt sich ekelhaft an. Das ist für uns auch nicht wirklich toll, vertrau mir. Leicht, irgendwo weiter unten vielleicht. Das hört sich da so an. Da ist ein Säuretropfen. Gut, da könnten wir uns eventuell durch. Das ist ein Eier. Jo. Mach mal. Ein Teil der Rickenbacke. Obwohl ich den annelidischen Lebenszyklus nicht voll verstehe, ist er offensichtlich sehr vielfältig. Die Eier produzieren entweder eine männliche oder eine weibliche Spore. Die männlichen, die Drohnen, sind kleine, wespenartige Wesen. Die weiblichen sind wurmähnliche Anneliden, die nach einem Wirtskörper suchen, den sie infizieren können. Nach der Infektion verwandelt sich der Wirtskörper in einen Menschen-Anneliden-Hybriden. Von hier aus kann diese Lebensform zahlreiche Wege einschlagen.
Ich glaube, dass diese Wege von der Masse selbst kontrolliert werden. Diese Wesen haben gesagt, dass die Biomasse zunehmen muss. Also nehme ich an, dass biologisches Material ihre Hauptressource darstellt. Deshalb erzeugt jeder Entwicklungsweg Kosten und Nutzen. Die Protospinne ist sehr schnell und verbraucht potenziell wenig Biomasse. Die großen, fleischigen Wesen sind stark, aber kosten deutlich mehr. Ich habe nur ein Beispiel der schwebenden Organismen beobachtet. Der einzige Trost ist, dass die gefährlicheren Organismen kostspieliger sind, was ihre Anzahl begrenzt. Ja, also es sieht nicht so aus, als wenn Biomasse gerade ein sehr begrenzender Faktor wäre, wenn das Ding sich jetzt einmal schon komplett um zwei Raumschiffe rumwickeln konnte. Haben wir noch ein komplettes Magazin drin. Gehen wir trotzdem lieber auf die hier und versucht damit ein bisschen was zu machen. Auch wenn es gegen die Spinnen gerade absolut nicht hilft, oder? Na, Mist. Wir werden verfolgt von, wie wir eben gerade gelernt haben, männlichen Vertretern der Spezies. Das heißt, es... Ich klinge creepy. Das sind alles Frauen. Alles bis auf diese kleinen fliegenden Dinger da. Weil alle anderen Sachen sind Ableger von der Annelidenform, also der Wurmform und nicht der Fliegenform. So, hier rum war das, ne? Nicht, dass wir so ein Ding irgendwann noch anziehen müssen, damit das Immunsystem uns hier nicht erkennt als ein Fremdkörper. Aber ich denke, wir haben so viele Cyberimplantate drin und riechen nach Mensch. Das würde nicht wirklich einen Unterschied machen. Da unten ist das Ding, ne? Oh ja, da bewegt sich was, warte. Wasser, natürlich Wasser. Kann man kaum sehen, die Art von Spinne. Oh ja, dich nehme ich mit. Du hast nicht mehr viel Zeit. Dies ist der Schoß, in dem unsere Zukunft heranwächst. Deine Waffen versagen. Hier geht die Munition aus. Du hast noch nicht einmal unser bestes Geschöpf gesehen. Du hast nur deinen Hass und deine Individualität. Meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn du zu uns kommst? Wärst du dann so allein? Da macht die Masse leider gerade einen sehr guten Punkt. Also nicht, dass unser Hacker jetzt sich irgendwie umentscheiden würde oder ähnliches, aber er hat langsam Probleme, was Munition angeht. Wir haben keine Schrotflintenmunition mehr. Die Waffe, die Energie für die Laser und die Rüstung geht nach und nach aus. Wir haben noch 5 Batterien, ja. Aber wir wissen nicht, wie lange wir hier drin bleiben. Wir haben keine Brand. Wir haben noch 3 Brandgranaten, keine Sprenggranaten oder ähnliches. Wir haben nur noch ein bisschen Pistolenmunition hier drin, aber das war es dann auch. Ja, deswegen ist es echt gut, dass wir jetzt einen Schraubenschlüssel gefunden haben. Eventuell werden wir uns damit bald hier wehren müssen. Laufen. Oh. Das hätte nicht sein müssen.
Aber es ist auch ein bisschen Frust bei Mecca da. Er will hier alles zerstören, auch wenn es eigentlich nichts bringt. Aber früher war es halt echt so, dass er in den oberen Etagen Fortschritte gesehen hat. Es waren ein paar Mutanten da, die wurden vernichtet. Es gab eine Biomasse im Fahrstuhl, die hat er mit dem Giftzeug da aufgelöst. Es kam voran. Und jetzt sieht er das hier. Es ist so viel Fleisch und Gewebe und... Es ist fast so, als hätte nichts, was er getan hat, irgendwas gebracht. Produktion für Eier. Warte, hier können wir gerade rein, ne? Genau, hier können wir rein. Hier ist ein Raum. Hier oben ist der zweite Raum, dann waren wir auch schon durch, ja. Ja, hier ist eine Sackgasse. Das heißt, der ganze Bereich hier hinter dem Wasser ist eine Sackgasse. Aber hier scheint es nicht. Nein, kommt da nicht hoch. Scheint es nicht weiterzugehen. Hier ist auch nur ein Rondel. Da hat der Kopf. Also, da geht's runter zum Wasser. Hier ist ein Eierraum. Hier hinten war noch ein Eierraum. Und hier sind wir wieder bei dem großen Weg. Okay, da unten war eine Sackgasse, da kamen wir her. Also wohl hier durch. Es dürfen nicht mehr viele davon kommen. Nach nur wenigen Jahren der Evolution waren sie fähig, dieses Raumschiff, das mächtigste Produkt der Menschheit, zu erobern. Wo waren wir denn nach 40 Jahren Evolution? In welchem Sumpf schwammen wir herum, einzellig und hirnlos? Was wäre, wenn Shodans Schöpfung uns überlegen wären? Was werden sie in 1 Million Jahren oder 10 Millionen Jahren sein? Es ist klar, dass man Shoda nicht Gott spielen lassen darf. Sie kann das zu gut. Ja. Oh. Da unten ist Wasser. Trotzdem. Na gut. Aber verzweifle nicht, denn das Nichts ist sicherlich besser als dein sinnloser, einsamer Kampf. Aufmunternd. Hey. Das ist eine Illusion, ne? Wir bräuchten ein Hypospray. Wir müssen uns umgucken nach dem Knoten. Nach dem Knoten, wo das Ding gerade herkam. Wenn das hier überhaupt Knoten braucht, weil der Knoten kann ja auch irgendwo in dem ganzen Gewebe drin stecken. Das würden wir nicht wirklich mitbekommen. Ja, ist wieder aufgetaucht. Mist, 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 Mist. Oh. Okay. Okay. Okay.
War ein gutes Gefühl, jetzt runterzuschießen. Das ist ein Granatwerfer. Okay. So, an dem müssen wir schnell dran vorbei eigentlich. Kostspielig. Wir schießen uns anscheinend sonst immer in den Rücken. Das war viel Munition. Sehr viel gute, wichtige Munition. Oh Gott. Jo. Zum Schuss nur noch. Das Ding da in der Mitte? Nee. Ist dich? Ja, okay. Also wir können nicht die ganzen Viecher drumherum töten. Dafür haben wir nicht mehr genug Munition. Das ist gut. Weißt du, was du getan hast? Du bist für unsere Tragödie verantwortlich. Ja, ihr wolltet mich umbringen. Scheint einzige Gefahr zu sein, ne? Komm. Wir sterben. Hüte dich vor der Maschine, Mutter. Sie verachtet all das, was wir lieben. Das, was wir lieben. Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht im All irgendwo rausgespült. Das wäre unangenehm. Danke, dass du meine Aufgaben für mich erledigt hast, Puppe. Ich weiß, dass du dich abgemüht hast, aber ich hatte nie die Absicht, die von Braun zu zerstören. Der Antrieb der von Braun kann dazu verwendet werden, Pseudo-Realitätsfelder zu erzeugen. Ich verwende ihn nun dazu, die Realität nach meinen Plänen umzuformen. Das Ganze wird nicht lange dauern. Wenn dich das stört, dann beruhige dich, Insekt. Du wirst nicht lange genug leben, um meine neue Weltordnung zu sehen. Sie ist so intelligent und doch so doof. Wenn sie zu diesem Zeitpunkt einfach nichts gesagt hätte. Oder uns irgendwie anderweitig gehackt oder so. Aber nein, ihre Arroganz ist da im Weg. Sei es drum, nutzen wir die Zeit. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Oh, die MP-Granaten. Ja. Das klingt jetzt ganz gut, wenn wir gegen Shodan kämpfen und nicht gegen irgendwelche Biomasse. Das wäre hier EMP. Sonst. Ja, hacken. Nimm mal hacken, falls wir irgendwas bei ihr noch machen müssen. Wir haben noch 3 Icepicks.
Hier können wir uns nichts leisten, nein. Aber vielleicht finden wir noch ein paar Cybermodule. Okay, Arsenal. Wir brauchen bald neue Energie für die Rüstung. Es wäre ganz nett, wenn wir das reguläre, die Laserpistolen alle aufladen könnten. Dass die. Oi. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, bin ich bereits tot. Als ich merkte, dass Shodan mich verraten hatte, integrierte ich diese Kommentare in Ihren Hauptdatenstrang. Shodan hat die Raumverzerrung des überlichtschnellen Antriebs der von Braun für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt. Der Antrieb verzerrt den Raum um das Schiff herum nach ziemlich beliebigen Kriterien. Shodan hat den Antrieb so geändert, dass er ihren Kriterien entspricht. Der Effekt ist momentan noch gering, weitet sich aber rasch aus. Bald wird er die Erde erreichen. Sie sind jetzt in Shodans Welt, mit ihren Erinnerungen und ihren Regeln. Seien Sie vorsichtig. Ja, das merkt man hier ganz schön, weil das ist eigentlich die Brücke von dem Raumschiff. Vor uns sollte eigentlich nur Leere sein. Und trotzdem ist hier ein Gang. Sehr freakiger Gang. Oh, es ist von der Perspektive her echt ungewohnt. Nicht allein. Shodan hat ihre eigenen Versionen der Monster der von Braun erschaffen. Denken Sie daran, dass diese virtuell und nicht real sind. Sie wissen also nichts über ihre Stärken und Schwächen. Oh, also könnten wir irgendwas sehen und es ist eigentlich was ganz... Du bewegst dich im Glanze meiner Erinnerungen, Insekt. Ich spüre deine Furcht, während du die endlosen Weiten meines Geistes durchschreitest. Mach es dir bequem, denn bald werde ich mein Heim mit deinem Kadaver dekorieren. Mhm, tu das. Kameras sind hier alle auf durchgehend. Das machen wir noch so. Wir sind durchgehend schon auf Rot, also Energie erschöpft. Müssten wir sie wahrscheinlich nicht zerstören. Aber hey, vielleicht wird es ja ein wenig die Realität zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Ja, das kommt unserem Hacker hier nicht so bekannt vor, wie man vielleicht glauben mag. Aber er hat auf jeden Fall schon mal Aufnahmen von der Citadel Station gesehen und weiß, dass er sich hier drauf jetzt gerade befindet. Was sind das eigentlich für Dinge? Fassen wir mal lieber nicht an. Zugangspanel. Sie scheint aber nicht absolute Kontrolle zu haben, weil warum sollte sie sonst für uns Hypo-Sprays hier lassen? Achso, weil sie es realistisch wieder herstellen wollte, die Citadel Station, ne? Die glorreichen alten Zeiten. Vorsichtig. Datenstränge, ne? Bevor so ein Hacker dahergelaufen kam, alles zunichte gemacht hat. War es die Strenge? Okay, sollten wir nicht drin stehen.
Das ist schmerzhaft. Also Stromprobleme werden wir ja nicht haben. Oh, hier hinter ist wieder Ei. Einhaken klingt gut. Ja, dann müssen wir wohl. Wie können wir jetzt machen? Warte, das war doch eben gerade hier. Ah, hier. Vorsichtig. Da geht es nur runter in den Tod wahrscheinlich. Sie müssen verstehen, um was es hier geht. Falls Shodan nicht gestoppt wird, wird Ihre Realität unsere völlig vereinnahmen. Der Weltraum wird zum Cyberspace und Shodans Wünsche werden zur Realität. Kein Druck. Du bist hier nicht mehr willkommen, du Widerling. Warum bleibst du, wo du doch meine Abscheu fühlst? Ich habe dich lange genug geduldet. Jetzt ist es zu Ende. Da, jo. Da ist sie mit einem Schild um sich rum. Schildaktivierung aktiv. Also ja, hier müssen wir rauf. Und das hacken. Warten wir mal kurz, bis eins von denen. Ja, wenn das da wieder weggeht, können wir ran. Nehmen wir mal so ein Eis. Zack. Dann schickt sie das Avatar-Ding nicht so häufig. Oh, hier ist keins. Wert ist. Stell dir vor, welche Macht ich dir verleihen.
verleihen kann, Menschling. Die Cyberimplantate, die ich dir geschenkt habe, sind nur Spielzeuge. Wenn du willst, könnte ich dich in etwas Effizienteres verwandeln. Komm zu mir, Menschling. Und wir werden zusammen herrschen. Nee. Aufzeichnung Tommy Suarez, 13. Juli 14. Wir haben gerade eine Nachricht von einem Besatzungsmitglied der von Braun erhalten. Es ist ihnen gelungen, die Kontrolle über das Schiff zurückzugewinnen. Wir werden umdrehen und zurückfliegen. Ich mache mir wegen Rebecca etwas Sorgen. Seit wir an Bord kamen, hat sie sich seltsam verhalten. Jetzt schläft sie. Vielleicht können wir nach unserer Rückkehr auf die von Braun. Tommy, was ist los, Liebling? Gefällt dir mein neues Aussehen nicht? Ja. Also ich liebe dieses Spiel. Ich habe es damals, wie gesagt, mehrfach durchgespielt, auf allen Schwierigkeitsgraden, auf Englisch, auf Deutsch. Und ich liebe Shodan. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere in Computerspielen allgemein. Auch wenn sie definitiv einen Makel hat, die sie leider nicht erkennt. Aber dieses Ende, das hat mich so aufgeregt. Also einmal wollte ich damals schon, also mit, keine Ahnung, 14 oder 15, wie alt auch immer ich war, ich wollte auf jeden Fall Shodan joinen und nicht gegen sie kämpfen. Also, dass man das nicht kann, ist ein bisschen, nee, schade. Aber es wäre halt zu komplex gewesen wahrscheinlich. Oder, ja, zu langweilig. Dann ist okay, also man muss gegen sie kämpfen, komme ich mit klar. Aber das nee. Unser Held sagt die ganze Geschichte über nichts. Und dann sagt er ein Wort und das ist wie so ein, keine Ahnung, möchte gern cooler mit 30er oder was. Ja, das ist schade. Trotzdem sehr gutes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich bin sehr gespannt, wie das Remake wird. Das Remake von dem ersten Teil erstmal, das kommt ja wohl demnächst. Aber ich denke, sie werden sich noch an zwei ranwagen. Es gibt auch eine Fan-Fortsetzung, die auf der System Shock 2 Engine basiert. Falls euch das interessiert, einfach mal googeln. Also System Shock 2 und Mods. Ich hatte noch nicht reingeguckt. Ich werde jetzt wahrscheinlich aber als nächstes entweder in Dead Space reinschauen oder in Prey. Was auch so... Oder Bioshock. Die drei Sachen haben alles so Vibes, die von System Shocks ausgehen. Das ist alles, es kommt mir so vor, als wenn System Shock quasi die Wurzel dann wäre und davon sind die drei abgesprungen. Alles mit ihren unterschiedlichen Wegen, aber die Stimmung ist halt recht ähnlich. Ja, Goodie. Das Nieder. Egal. Euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.